0800 220 50 50. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir melden uns live hier aus Köln. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an, meldet euch per Telefon unter 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht. So, es geht gleich auch schon direkt los mit Natascha. Und Natascha ist 23 Jahre. Hallo, Natascha. Hallo. Guten Morgen. Schönen guten Abend. Ja, und um was geht's bei dir, Natascha? Und zwar, ich habe vor 3 Monaten geerbt. Ja. Von meiner Oma. Und habe insgesamt eine Summe von 350.000 geerbt. 350.000 Euro? Ja. Geerbt? Ja. Das ist natürlich eine fette Summe. Das ist wirklich. Sehr, kann man so sagen. Wie wohlhabend bist du denn an sich? Eher normal oder? Nee, ich muss dazu sagen, ich habe noch keine Schule beendet, mhm, weil ich damals schwanger geworden bin. Ja. Und habe ich mal hin und her gejobbt. Also ja, musste damit auch hin, jeden Euro umzudrehen. Ja. Natürlich auch, wenn man ein kleines Kind hat. Verstehe. Und dann auf einmal so eine Summe zu erben, ist natürlich Hammer. Achso, du hast, bist im Moment immer noch in der Schulausbildung, oder wie? Nein. Also ich habe die Schule, wollte ich nachmachen, kam aber bisher noch nicht dazu, weil mein Sohn noch viel krank war. Achso, das heißt, du bist Hausfrau? Genau. Alleinerziehende Mutter oder mit? Ja. Alleinerziehend. Mit sehr wenig Kohle, ja, die jeden Cent rumdrehen muss. Und plötzlich kommen da 350.000 Euro ins Haus. Yep. Hattest du damit gerechnet? Nein, also ich wusste schon, dass ich was erben werde, mhm, aber ich wusste nicht, dass es so viel wird. Wusstest du denn, dass deine Oma so wohlhabend ist? Nein. Also ich muss dazu sagen, es hätte nicht so einen großen Draht zu meiner Oma, weil, mhm, meine Mutter sich mit ihrer, also meine Oma sich verstritten hatte, mhm, und ich deswegen auch nicht gerade viel Kontakt zu der hatte. Das heißt, ich war nur ab und zu mal am Wochenende da. Ja. Und sie hat ja auch von ihrer Verwandtschaft nicht so viel Kontakt. Das heißt, so gesehen war ich die einzige Person, die besucht hat. Ach so, du hast sie dann schon besucht? Ja. Ja? Mhm. Bist du denn Alleinerbin? Nein, meine Mutter eigentlich auch. Aber meine Mutter hat auf ihr Erbe verzichtet, beziehungsweise hat ihr Erbe eine Schüttung gegeben. Ach so, da sind nochmal ein paar hunderttausend Euro. Ja. Also wie viel insgesamt hat deine Oma hinterlassen und vererbt? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Deine Mutter hat das Erbe ausgeschlagen, ja, und das Geld an eine Stiftung überwiesen. Ja, aber die sind ja bis zum Schluss keinen Kontakt hatten durch den Streit. Ja, aber dennoch, Respekt, ne? Also das hätte ja nur auch nicht jeder gemacht, dass sie dennoch nicht das Geld genommen hat. So ungewöhnlich. Ja. Ist deine Mutter denn wohlhabend? Mein Vater ist Arzt, also normal eigentlich. Also gerade also ich muss dazu sagen, bei uns in der Familie sind eigentlich nur viele Anwälte, viele Ärzte, viele Chirurgen. Ach so, also das ist ja dann schon gerade also nicht arme Leute. Kennt euch das schon, ja, aber ich muss dazu sagen, ich selber wollte nie irgendwie Geld von meiner Familie haben. Mhm. Also ich wusste immer selbst zu helfen, selbst durchzukommen. Ja, du hast dich so durchgewurstelt? Genau. Mhm. Hast auch nie was dann von zu Hause angenommen? Nein. Nein. So, jetzt sind plötzlich 350.000 Euro da. Was machst du mit dem Geld? Also wollte ich erstmal einen Teil verschenken an eine Stiftung hier in Deutschland. Mhm. Und zwar gibt es hier auch viele Heime, die Geld brauchen, mhm, durch Finanzierung und sonstiges und auch Krebsstiftungen. Ja. Also da will ich schon was sehen, vor allem da mein Sohn gerade, also mein Sohn hatte vor 3 Jahren auch Krebs. Mhm. Und von daher kenne ich das auch und ich will auch den Familien helfen, die ja, das Geld nicht dazu haben. Ja. Und finde ich auch schon mal sehr toll, dass du, ich meine, das ist eine Summe, die ist ja jetzt auch nicht so exorbitant, wenn es jetzt ein paar Millionen wären, könnte man sagen, okay, ich gebe es ein bisschen ab und habe dann immer noch genug. Aber dann 50.000 zu sagen, ich spende auch da einiges von. Was meinst du ungefähr, wie viel wirst du spenden? Also mit Sicherheit 100.000 werde ich spenden. 100.000 Euro, mhm. Und da liegt dir so ein bisschen auch am Herzen, eben aufgrund der Tatsache, dass dein Kind krebserkrankt war, das einer Institution zu geben, die sich halt mit krebserkrankten Menschen beschäftigt und sich dafür einsetzt. Ja. Ja. Wie ist der Stand der Dinge bei deinem Kind im Moment? Also Teilkrebs hat er schon noch, also in sich. Mhm. Zwar
nicht mehr so akut wie früher. Wie alt ist er? Das heißt, 7. 7 Jahre. War es Leukämie, was er hat, oder ist es Leukämie, was er hat? Nein, er hatte Brustkrebs. Das heißt, im Brustbereich war er krebsvoll. Das heißt, ich musste auch viel Chemo, musste er viel machen. Mhm. Und das kostet ja auch alles, wird ja heute auch nicht mehr alles bezahlt. Das habe ich noch nie gehört, dass ein Kind in dem Alter oder überhaupt ein Kind Brustkrebs hat. Mhm. Wie habt ihr das entdeckt und erkannt? Ja, also da war er noch damals ein bisschen kleiner. Mhm. Hat natürlich auch viel immer geschmerzt, also er hat viel geweint, mhm. viel Aua geschrien und mhm. dann irgendwann wird man schon klar als Mutter, gerade eben wird man natürlich auch wach. Ja, klar. Wenn das Kind dort Schmerzen hat. Dann sind wir zum Kinderarzt hingegangen und er wusste auch nicht ganz, was es war. Mhm. Und dann, bis er nachher die Untersuchung eingereicht hat mhm. und dann haben sie das festgestellt. Wurde der Kleine operiert oder ist es alles... Mehrmals operiert. Mehrmals operiert. Das heißt, es waren Tumore im Brustbereich, ja. die herausoperiert worden sind. Genau. Haben die Ärzte gesagt, dass das öfter vorkommt oder dass ihnen das durchaus geläufig ist oder eher... Nein, also sie haben von vornherein gesagt, es ist eigentlich unnatürlich, dass ein Kind erst mal so in den Alter mit Krebs vollgesetzt ist. Ja. Vor allem es war nicht viel, aber auch nicht wenig. Mhm. Also es war. Also dann hat der kleine Kerl aber schon eine ganze Menge hinter sich. Ja. Und du auch, und ihr beiden schon eine schlimme Zeit durchgestanden. Ja. Wie ist jetzt die Prognose? Wie ist die Aussicht? Also sehr gut. Also wirklich auf guter Besserung. Mhm. Also die Chemo hat wirklich sehr angeschlagen. Mhm. Das heißt, er kann es schaffen. Also haben die Ärzte auch gesagt, die sind zuversichtlich, ja. dass er es auch packt. Wie viele Chemotherapien hat er über sich ergehen lassen müssen? Also, irgendwann hört man wirklich auf zu zählen. Also, ich ja. habe es nicht gezählt, sonst irgendwas. Aber ich sag mal, in den Jahren kam schon einiges dazu. Ja. Sag mal, zu viel, gerade für ein Kind. Ja, das glaube ich. Wie viele Jahre hat sich das Kind jetzt schon mit der Krankheit herumschlagen müssen? 4 Jahre. 4 Jahre. Und du sagst, er ist 9 jetzt oder 8? 7. 7 Jahre alt. Ja, also da ist es ja wirklich auch einmal ein Glück, dass der Junge einigermaßen wieder fit ist und auf dem Weg der hoffentlich endgültigen Heilung. Und dann bist du auch noch aus den finanziellen Sorgen raus. Und kannst auch noch was Gutes tun, um krebskranke Kinder zu unterstützen oder Forschungsprojekte zu unterstützen. Ja. Da gibt es ja schon sehr viele tolle Sachen in Deutschland. Beispielsweise auch die Initiative von Mildred Scheel, sagt ihr es was? Deutsche Krebshilfe. Mhm. Finde ich ausgesprochen lobenswert und eine ganz tolle Sache. Aber da musst du dich dann erkundigen. Der Rest, der übrig bleibt von dem Geld, was willst du damit tun? Also ich habe mir erstmal vorgenommen, also der Kleine will unbedingt mal nach Walt Disneyland. Das mhm. heißt, immer wenn man das im Fernsehen sieht, ist dann gleich mal Mickey Mouse und Donald Duck. Mhm. Und da habe ich mir versprochen, dass wir mal übers Wochenende dahin fahren. Nach Paris. Ja, und da freut er sich tierisch drauf. Ja. Und das braucht er natürlich auch mal. Natürlich. Mal was anderes ja. machen. Ja, und dann werde ich erstmal sehen, ob wir irgendwo ein kleines Häuschen für uns beide finden, mit ja. so einem schönen großen Garten. Ja. Ja, und dann ist das Geld auch schon weg, ne? Wenn ja. das Häuschen, dann das saugt ja schon ziemlich viel Geld auf und weg. Hat deine Oma damals mitbekommen? Ja, wahrscheinlich schon, dass der Kleine so krank ist. Ja. Ja, vielleicht hat sie deshalb auch das Geld dir vermacht. Ich wusste, dass ich was erbe, aber ich wusste nicht irgendwie, dass er ein Testament gemacht hat mit so viel. Mhm. Und in dem Testament stand ja auch drin, dass es für uns beide ist und dass wir es hofft, dass es uns bald besser geht. Ja. Was natürlich mir sehr nahe gegangen ist. Ja. Wie alt ist deine Oma geworden? 76. 76, ist auch noch nicht so alt. An was ist sie gestorben? Ganz mal am Alter. Also das heißt, die Altersschwäche. Ja. Sie hatte vorher schon viel Probleme mit dem Herz gehabt. Ja, ja. Aber hatte trotzdem ein stolzes Alter. Also, ich beglückwünsche dich erstmal dafür, dass es dem Kleinen besser geht. Das ist das Allerwichtigste. Und Dankeschön. Und hoffe sehr, dass er sich ganz erholt. Und dann möge das Geld euch auch Glück bringen und mach ein paar schöne Sachen mit dem Jungen. Der hat es wirklich verdient und es lenkt ihn gut ab. Okay. Alles Gute, alles Liebe, Natascha. Dankeschön. Wiederhören, tschüss. Ciao.
Ihr lieben 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Telefonnummer oder unter Mail domian@wdr.de. Hier ist Ramona und Ramona ist 39 Jahre. Hallo Ramona. Hallo. Hallo. Domian. Ja, hallo. Und was geht's bei dir, Ramona? Bei mir geht's um sexuellen Missbrauch. Den du selbst hast erleiden müssen? Ja. Ja. Du bist 39 Jahre alt, sagte ich. Ja. Wann war das? Als ich 6 Jahre alt war. Mit 6 fing's an. Ja. Und wann hat es geendet? Wie alt warst du da? Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich mich da gar nicht mehr so dran erinnern will. Mhm. Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Ja. Viele Jahre. Ja. Ja. War es ein Mensch aus der Familie? Ja. Mein Bruder. Dein Bruder? Ja. Du warst 6, als es anfing. Wie alt war er damals? 20. Schon 20 Jahre alt? Ja. Hm. Haben die Eltern irgendwas erahnt in der Zeit? Das weiß niemand. Es weiß bis heute niemand? Nein. Überhaupt niemand? Mein Mann weiß das, mit dem ich seit 7 Jahren verheiratet bin. Und sonst absolut niemand? Nein. Ich weiß es jetzt. Wir wissen es jetzt hier. Ja. Hm. Warum rufst du mich an? Ja, warum rufe ich dich an? Weil ich nicht mehr weiter weiß. Mhm. Weil ich eigentlich wie es in einer normalen Ehe wäre, mit meinem Mann Sex haben möchte, aber nicht kann aus diesem Grunde. Mhm. Heißt das, dass du noch nie in deinem Leben, was man so normal nennt oder was man sich unter normal vorstellt, normale Sexualität hast leben können? Ja, genau. Noch niemals? Nein. Mhm. Wie geht dein Mann damit um? Er weiß ja um die Hintergründe. Ja, er geht damit um, dass er das alles so hinnimmt, mhm, und dass ich ihm halt gesagt habe, wenn er seine Sexualität ausleben möchte, dass ich ihm da auf jeden Fall freie Bahn lasse, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und nimmt er das in Anspruch? Er sagt nein, aber ich kann es nicht so ganz glauben. Mhm. Heißt das, dass wie lange kennt ihr euch insgesamt schon? 14 Jahre. 14 Jahre. Ja. Heißt das, dass ihr in diesen 14 Jahren kein einziges Mal miteinander geschlafen habt? Doch. Das schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann nur unter der Prämisse, dass ich eventuell alkoholisiert war. Mhm. Weil du es nur so hast ertragen können. Genau. Mhm. 14 Jahre. Ja. Du hast es ihm wann gesagt? Bevor wir geheiratet haben. Mhm. Und ich muss noch eins sagen. Mhm. Man muss ja als Frau zum Frauenarzt. Ja. Und dem habe ich dann meine Probleme geschildert und habe gesagt, dass ich halt keinen Sex haben kann mit meinem Mann und ich würde gerne irgendwas dagegen tun. Mhm. Und da hat mir dann der Arzt gesagt, dass irgendwas vorgefallen sein muss in meiner Kindheit. Und da ist mir das halt wieder vor Augen geführt worden. Mhm. Und Hattest du das bis dahin verdrängt? Komplett vergessen? Ja, genau. Mhm. Dann hat der Arzt das gesagt und da war das wieder ans Licht geholt etwas. Genau. Aber und das ist ja jetzt schon sehr lange her, ne? Ja, und seitdem bin ich aber auch nicht wieder zu diesem Arzt gegangen. Weil du Angst hattest, dass der nochmal nachfragt? Genau, genau. Mhm. Ich gehe da mal davon aus, dass vor allen Dingen nachdem dein Mann das dann wusste, dass es nicht oft eben auch nicht mit Alkohol zur Sexualität gekommen genau, ist. Mhm. Genau. Ihr lebt eigentlich wie Bruder und Schwester. Ja. Wobei, du kannst deinen Mann anfassen und könnt ihr zärtlich miteinander sein. Genau. Das geht schon. Er kann dich auch mit der Hand befriedigen oder so, aber wenn es wirklich ganz ernst werden sollte, dann stoße ich ihn einfach zurück. Ja, ja. Dann stoße ich ihn zurück und im Nachhinein tut mir das unendlich leid, aber... Mhm. Aber ich muss ja sagen, erstmal Respekt, dein Mann ist so lange bei dir. Ja. Also muss er dich schon sehr lieben. Ja. Sehr. Ja.
Und ich muss jetzt auch noch eins sagen dazu. Ich weiß, seit ich 19 Jahre alt bin, dass ich keine Kinder bekommen kann. Mhm. Das kommt auch noch jetzt dazu. Wusste er das auch von Anfang an? Ja, das wusste er von Anfang an. Also bevor es richtig ernst geworden ist, also bevor wir uns verlobt haben, habe ich die Karten auf den Tisch gelegt und habe ihm das gesagt. Was ja auch sehr mutig war, finde ich. Aber sehr richtig war, dass du es gemacht hast. Mutig war es in dem Sinne auch nicht, weil wir waren im Urlaub im Ausland und da habe ich gedacht, wenn du es ihm jetzt sagst, dann kann er ja nicht einfach so jetzt weglaufen vor dir. Da muss er ja erstmal eventuell einen Rückflug buchen. Das stimmt, aber er hätte dich danach ja verlassen können. Ne? Das hat er nicht getan. Nein. Ramona, wenn es dir zu nahe geht, musst du es mir sagen. Dann frage ich nicht weiter. Bitte. Ja, ich bin so glücklich, dass ich jetzt endlich mal mit dir sprechen kann. Mhm. Ich bin so froh. Ich würde dich gerne noch etwas fragen zu der Vergangenheit. Ja. Es hat mit 6 Jahren angefangen, da warst du ein ganz kleines Kind. Ja. Er war schon 20 Jahre. Ja. Was unermesslich schlimm ist. Und wir stellen uns vor, dass das über Jahre ging und er hat dich vergewaltigt. Ja. So müssen wir es ausdrücken. In der Familie, quasi in eurem Elternhaus, in der elterlichen Wohnung. Ja. Seid ihr die beiden einzigen Kinder? Nein. Ich habe noch 2 Brüder, das sind Zwillinge. Sind die auch älter? Ja. Ja. Mhm. Du kannst nicht genau sagen, wann es aufgehört hat. Nein. Das ist ja auch schon wahnsinnig, was für eine Traumatisierung da stattgefunden hat, dass du das nicht mehr weißt. Kannst du dich an die Vorgänge noch erinnern? Doch, das weiß ich. Was er mit mir gemacht hat, weiß ich. Wann zum Beispiel? Wahrscheinlich, wenn die Eltern nicht da waren, oder? Genau. Wo? Bei dir? In deinem Zimmer? Nein. Meistens musste ich mit ihm in eine Badewanne gehen und dann hat er da halt mit mir diese Sachen gemacht. Wie ist dein Verhältnis heute zu dem Bruder? Ich habe einen sehr großen Abstand zu ihm. Einen sehr großen. Also, wenn es nicht bei irgendeiner Familienfeier zu einer Zusammenkunft kommt, ansonsten haben wir keinen Kontakt. Aber zu den anderen beiden hast du Kontakt? Ja. Leben deine beiden Eltern noch? Nein, mein Vater ist schon gestorben. Ja. Und die Mutter hat überhaupt keine Ahnung. Nein. Machst du ihr ansatzweise einen Vorwurf, dass sie dich nicht genau beobachtet hat? Nein. Hat dein Bruder dir damals gedroht? Auch nicht, nein. Aber du hattest so eine Angst? Ich war eingeschüchtert, natürlich. Und geschämt wahrscheinlich auch, ne? Ja. Die beiden anderen Brüder ahnen auch nichts. Nein. Aber das ist doch für die wahrscheinlich seltsam, dass du zu dem älteren Bruder so einen schlechten Kontakt hast. Ja. Aber die stehen da wahrscheinlich vor einem Rätsel. Ramona, als du bei dem Frauenarzt warst, das war ja ein entscheidender Moment. Der hat zu dir gesagt, da ist irgendetwas vorgefallen in ihrem Leben. Und das hat das wieder alles aufgerissen, was du verdrängt hast. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe mich abgewendet und gehe zu keinem Frauenarzt mehr. Ja, was meine Frage jetzt eigentlich war, ist, wie kommt es, dass du in all diesen Jahren, das ist ja so lange her, dass der Frauenarzt das zu dir gesagt hat, warum hast du nie psychotherapeutische Hilfe gesucht? Weil ich immer denke, dass ich nicht bescheuert bin oder bekloppt bin oder irre bin. Darum, ich suche immer die Fehler bei mir selbst. Ich hab schon so viel an mir. Ich habe mich selbst verstümmelt. Ich sehe aus. Ich habe mir Brandnamen zugefügt. Ich wollte vor ein paar Jahren mal, oder ich habe es gemacht. Ich bin vom Balkon gesprungen und habe mir nichts getan. Oder ich habe mir nur das Bein aufgerissen. Eigentlich bin ich so weit, dass ich mal irgendwelche Hilfe aufsuchen müsste. Aber ich habe so Angst, dass ich abgestempelt werde. So. Dass ich abgestempelt werde. Jetzt will ich dir mal was sagen. Weißt du, dass das ein ganz großer, besonderer Tag... Dass das aber auch ein ganz großer, besonderer Tag ist, dass du heute hier bei mir sprichst? Wenn du so viele Jahre das zurückgehalten hast und dich geschämt hast und Angst gehabt hast und jetzt hier sprichst... Vor ganz vielen Menschen und alle Menschen, die dir zuhören, meine Person eingeschlossen, sind auf deiner Seite, Ramona. Wenn du diese Sendung kennst, weißt du, dass ich oft mit Frauen schon gesprochen habe, die so etwas haben erleiden müssen wie du.
Diese Frauen tragen nie eine Schuld. Diese Frauen sind immer Opfer. Opfer von gewalttätigen, schlimmen Menschen. Die Kinder, die schwächsten Menschen, die wir in der Gesellschaft haben, sich ausgesucht haben und ihre kranken Gelüste an denen befriedigt haben. Du musst dir überhaupt keine Vorwürfe machen und keine Schuld einreden. Du bist das auch nicht. Mache ich jahrelang schon. Ja, das mache ich jahrelang schon. Ich sage es dir wirklich aus voller Überzeugung, nicht aus Mitleid. Ich sage es dir aus voller Überzeugung, dass du das nicht brauchst. Wenn ich mir Fotos angucke von was weiß ich vor 20 Jahren, da sah ich noch so richtig schön und gut aus und jetzt habe ich Brandnarben und hast du nicht gesehen, wie ich verstecken muss. Ja, aber ich finde, du bist jetzt 39 Jahre alt. Ja. Da ist viel Zeit vergangen. Ja. Es nutzt auch nichts, jetzt zu sagen, man hätte ich mal damals und so weiter. Jetzt ist jetzt. Ja. Und es geht um jetzt und es geht um die Zukunft. Ja. Und jetzt hast du die Chance. Du hast jetzt einen ganz gewaltigen Schritt gemacht. Du hast dich hier bei mir geäußert. Ja. Und hast einem wildfremden Menschen etwas ganz, ganz Intimes erzählt. Und du hast, glaube ich, innerlich das Gefühl, dass du jetzt auch an eine Grenze gestoßen bist, dass du auch nicht mehr kannst. Ja. So. Das ist jetzt der Schritt zu sagen, jetzt gucke ich nach vorne. Und jetzt gehe ich und suche mir einen guten Therapeuten. Oder am besten eine Therapeutin vielleicht sogar in deinem Fall. Ein Arzt oder ein Psychologe, der sich wirklich damit auskennt. Ja. Für den das eine Normalität ist, sage ich mal, mit so etwas umzugehen. Der dich nicht abstempelt, der nicht denkt, dass du bekloppt bist oder so etwas. Ja. Das bist du nicht. Du bist ein Opfer, das man schwer verletzt hat, über Jahre in der Kindheit. Deine kindliche Seele ist so verletzt worden von dem Bruder, sodass du überhaupt keine Schuld daran trägst. Überhaupt keine Schuld. Und jeder Psychologe wird sofort das genauso dir signalisieren, so wie der Arzt auch. Der Frauenarzt, der hat dir ja auch keine Schuld zugewiesen. Ich finde, du musst jetzt den nächsten Schritt machen, Ramona. Du musst den nächsten Schritt wagen. Für dich und auch für deinen tollen Mann. Ich glaube, dass du wirklich einen sehr tollen Mann hast. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ja. Dein Leben wäre wahrscheinlich viel schlimmer und unglücklicher verlaufen, wenn der Mann nicht gewesen wäre. So. Das stimmt. Das stimmt. Tu es für dich und tu es für euch. Und wir sind hier sehr gerne jetzt noch behilflich, wie man am besten jemanden sucht und wie man das macht und so weiter. Ja, gut. Glückwunsch und Respekt, dass du angerufen hast. Ich erahne, was das bedeutet, was man für eine Überwindung braucht. Danke. Jetzt legst du bitte auf, Ramona. Ja. Und mein Psychologe, der Peter, der auch sehr erfahren ist in diesem Bereich, wird dich jetzt zurückrufen und ihr könnt dann noch in Ruhe etwas weitersprechen. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über diese Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Mario und Mario ist 28 Jahre alt. Hallo Mario. Hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Deswegen rufst du an? Und zwar geht es bei mir um die Liebe. Um die Liebe. Ich habe seit 6 Jahren eine Beziehung. Ja. Habe vor 1,5 Jahren die Gastronomie eröffnet, bin selbstständiger Gastronom. Ja. Habe eine Bedienung angestellt. Ja. Und habe mit der Bedienung eine Affäre begonnen. Ich habe es mir schon fast gedacht, wo du sagtest, Bedienung angestellt. Ja. Mhm. Seit 1,5 Jahren. Die Affäre ist seit 10 Monaten erst. Seit 10 Monaten. Mhm. Ja. Das große Problem ist noch, eine Bitte, kannst du deinen Ton ganz runterstellen vom Fernseher oder Radio? Irgendwie höre ich immer den Widerhall im Hintergrund. Du lebst mit deiner Freundin zusammen, mit der du 6 Jahre zusammen bist. Ja. Mhm. Momentan nicht. Momentan nicht? Momentan nicht. Seit 14 Tagen ziehe ich bei meiner Affäre aus, gehe zu meiner Lebensgefährtin. Bin ich bei meiner Lebensgefährtin, bin in meinem Kopf bei meiner Bedienung, sage ich. Mhm. Ich packe meine Sachen hin und her. Weiß deine Freundin von der Affäre? Ja, ich habe gesagt, ich habe seit 8 Wochen erst eine Affäre. Ja. Aber ihr habt eigentlich eine gemeinsame Wohnung, deine Freundin und du? Ja, bis zum ersten Mal waren es gemeinsam. Sie hat praktisch die Wohnung gekündigt gehabt und ist jetzt umgezogen. Ach, also jetzt hast du auch noch eine eigene Wohnung? Nee. Nee, du bist immer bei der Frau oder bei der Frau? Bei der und bei der, ja. Achso.
Deine Affäre weiß, dass du eine feste Beziehung hast. Das weiß sie, ja. Das weiß sie. Also beide Frauen wissen jetzt Bescheid. Die wissen Bescheid, ja. Was sagt denn deine, ich sag mal, deine feste Freundin, deine alte, in Anführungszeichen, alte Freundin dazu? Meine feste Freundin sagt, also sie kann gar nichts fühlen, weil vor 10 Monaten ihr Sohn sich das Leben genommen hat. Aha. Also es ist praktisch, zum gleichen Zeit habe ich die Affäre begonnen. Gibt es da einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Also das war ein Kind aus einer anderen Beziehung? Ja. Wie alt war das Kind? 17. 17. 17, ja. Mhm. Wie alt ist deine Freundin, deine feste Freundin? 37. Ja. Wie war dein Verhältnis zu dem 17-Jährigen? Super. Das heißt, das ist dir auch sehr nahe gegangen, als du von dem Tod erfahren hast? Ja, klar. Mhm. Aber du hast zeitgleich eine Affäre mit einer anderen Frau angefangen. In dem Moment, wo du eigentlich ganz fest bei deiner Freundin hättest stehen müssen, weil sie ein unglaubliches Unglück hat erleiden müssen. Ja. Warum bist du, hast du dich auf die Affäre eingelassen? Ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht. Versuch's mal. Das ist ja eine ganz wichtige Antwort, um weiter zu sehen. Vielleicht ist die Belastung für mich zu groß jetzt, dass ich laufe vor was davon. Meine Freundin, also meine Lebensgefährtin, sage ich mal, die ist nicht imstande zu arbeiten. Nicht imstande? Nee, ist klar. Also ich habe vollstes Verständnis für sie, dass sie sind Depressionen verfallen, sie hat keine Kraft mehr. Ich bin 12 Stunden bis zu 14 Stunden beschäftigt am Tag, ich habe fast keine Zeit, ne, um ihr die Liebe zu geben. Und sie hat gesagt, so kann sie nicht leben. Mhm. Ja. Warum hat der Junge sich umgebracht? Also ich denke mal, das ist wegen der Pubertät, wegen die Mädels. Mhm. Ja. Hat er irgendwas hinterlassen, einen Brief? Nee, gar nichts. Gar nichts. Gar nicht. Wie hat er sich umgebracht? Er hat sie aufgehangen. Mhm. Mhm. Du sagst, du hast Angst, du hast das Gefühl, dass du vor irgendwas davonläufst. Du hast es gerade ja beschrieben, vor dem Druck. Ja. Vor der Verantwortung, vielleicht auch vor der Überforderung, mit der Trauer nicht umgehen zu können. Also meine Lebensgefährtin behauptet ja, ich trauere gar nicht. Ist das so? Doch, ich trauere schon. Ich versetze mich gerade in eine Lebensgefährtin, die verliert ihren Jungen, der ist 17 Jahre alt, der bringt sich um. Und dann erfährt sie eine Weile später, dass ihr Freund auch noch fremd geht. Das ist natürlich der Hammer, ne? Ja, ich weiß. Bist du verliebt in diese neue Frau? Ja. Warum hast du gerade so gezögert? Weil ich sage immer, also meine neue Frau weiß, dass ich meine Lebensgefährtin liebe. Mhm. Ja, und ich in sie bin ich verliebt. Mhm. Ist es auch eine sexuelle Attraktion, die da im Vordergrund steht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Eigentlich nicht, ne. Mhm. Deine feste Partnerin, deine Lebensgefährtin, die du liebst, wie du sagst, was ja eine wichtige Aussage ist, ne? Du sagst nicht, ich weiß nicht, ob ich die noch liebe. Du sagst, ich liebe die. Ja. Sagst du, ne? Ja. Die wiederum sagt im Moment, sie fühlt gar nichts, sie ist ganz leer. Ja, sie sagt, der Schmerz, was ich ihr jetzt zufüge, ist zu dem Gegensatz, was der Sohn gemacht hat, Lappalie. Ne? Sie kann praktisch, sie fühlt nichts. Wie ist das denn, wenn du dann so bei ihr bist? Wie ist die Stimmung und wie geht ihr miteinander um? Bist du dann manchmal schon erleichtert, wenn du dann aus dem Haus rausgehst? Ja, wenn ich alleine bin, ja. Mhm. Ich bin froh, wenn ich arbeiten kann. Ja. Ja. Freust du dich dann auch auf die andere Frau? Auch. Mhm. Könntest du dir vorstellen, mit der neuen Freundin richtig zu leben? Könnte ich mir, ja. Aber ich bin hin und her gerissen. Ich bin im Kopf, wenn ich bei meiner neuen Freundin bin. Bei meiner Lebensgefährtin. Sitze ich bei meiner Lebensgefährtin, bin im Kopf bei meiner Freundin. Wie alt ist eigentlich die neue Freundin? 32. 32. Magst eher die etwas älteren Frauen? Die etwas älter sind als du. Es ist komisch, ich habe immer die Hand dafür. Ja, ja. Ohne Absicht. Macht denn die neue Freundin dir ein bisschen Druck nach dem Motto, du musst jetzt irgendwie mal klar Schiff machen, ich halte das nicht aus, immer das fünfte Rad am Wagen zu sein? Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht.
taucht schon mal deine Lebenspartnerin bei dir in deinem Laden auf? Ja, macht sie. Und dann sieht die neue Freundin auch? Ja. Das ist auch ganz schlimm für beide Frauen. Ja. Mhm. Ja, Mario, das ist kein Zustand, ne? Muss ich ja gar nicht sagen. Das ist kein Zustand, das kannst du nicht so weitermachen. Ich weiß. Das kannst du nicht so weitermachen. Ich würde auch wirklich an deine Verantwortung appellieren, dass man in so schweren Zeiten, das ist die schwerste Zeit des Lebens für deine Lebenspartnerin, für die feste Freundin, da muss man da sein, da muss man ganz da sein. Sie sagt zwar, das ist eine Lappalie gegenüber dem anderen Schmerz, das mag ja sein, aber es ist natürlich Horror, das auch noch dann verkraften zu müssen. Ist deine Freundin, die feste Partnerin, ist die in Betreuung? Ist die in Behandlung? Sie ist beim Psychologen, ja. Mhm. Ja. Weißt du, was ich euch ganz dringend empfehlen würde, euch beiden? Ja. Dass ihr zusammen zu einem Psychologen geht. Und euch als Paar beraten und behandeln lassen solltet. Um Klarheit in die ganze Geschichte reinzukriegen. Auch wenn du sagst, ich habe das Gefühl, ich laufe vor etwas weg und ich halte die Belastung nicht aus, dass das mal begleitet von fachkundiger Hand alles ausgesprochen wird. So wurstelt ihr da vor euch hin und du bist unglücklich, deine feste Partnerin ist unendlich unglücklich und die neue Partnerin ist auch nicht entspannt. Das ist ja auch kein Glück für sie. Ich finde, wenn man 6 Jahre zusammen ist und man sogar noch sagt, ich liebe diese Frau und diese Frau hat gerade ein so großes Unglück hinter sich, dann musst du auch etwas bereit sein zu investieren. Und das wäre so eine psychologische Paarberatung. Wäre sie damit einverstanden? Meine Lebensgefährtin? Ja. Ich denke, ja. Wärst du damit einverstanden? Dann macht es. Ich meine, du und ihr könnt ja nur gewinnen. Ihr könnt ja nichts verlieren dabei. Du kannst Einsicht gewinnen. Schlimmstenfalls kommt gar nichts bei rum, aber es ist eine kleine Chance, dass etwas in Bewegung kommt. Bewegung, dass ihr wieder zueinander findet. Oder Bewegung in die andere Richtung, dass du sagst, nein, es geht doch nicht. Ich muss mich wirklich trennen. Das weiß ich nicht. Aber es also einfach so laufen zu lassen, ist nicht in Ordnung im Moment. Seelischer Missbrauch ist das. Ja. Ja. Ich würde es sowieso grundsätzlich so sagen, aber aufgrund der Tatsache der Selbsttötung des Sohnes deiner Freundin ist alles so ernst und so dramatisch, dass du etwas tun musst. Ich würde dir gerne von meinem Psychologen mal ein paar Anlaufstellen geben in deiner Umgebung, wo ihr das vielleicht machen könnt. Mhm. Darüber hinaus kannst du mit deiner Partnerin ja auch sprechen, ob das vielleicht bei dem Psychologen auch ginge, bei dem sie in Behandlung ist. Vielleicht ist das ja auch möglich. Ja. Aber tu es. Mach etwas. Zeig ihr auch, dass du bereit bist, etwas zu tun. Glaubst du denn, dass du ihr noch viel wert bist? Ja. Mhm. Sie sagt immer, sie hat die schönsten, es waren schön sechs schöne Jahre. Mhm. Wir haben ja nie gestritten eigentlich. Nie. Mhm. Hat sie gesagt, das waren die schönsten Jahre? Ja. Mhm. Ist natürlich eine Aussage, ne? Mhm. Und sie hat zu mir gesagt, wenn ich mit ihr die Beziehung weiterhin fortführen will, wird sie mich auch noch einmal betrügen. Das Recht hat sie aber auch. Ja. Aber verdammt nochmal. Wenn man sich so einigen könnte, wäre gut. Ja. Aber dass sie das so sagt, das zeigt mir ja auch, dass sie auch wirklich gerne möchte. Das ist ja fast schon humorvoll gesagt. Mario, wir machen das so, wie gerade besprochen. Du legst es auf. Mein Psychologe, der Peter, ruft an. Und ich bitte dich, etwas zu unternehmen. Das bist du der Frau schuldig. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen ist ja schon Donnerstag. Wir sind durch diesen Feiertag ein bisschen durcheinander gekommen. Wir hatten hier noch den Westfalen-Feiertag.
nicht überall in Deutschland. Morgen haben wir Donnerstag und es heißt Themennacht. Und unser Thema morgen heißt Leben ohne Sex. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die ohne Sex leben. Die vielleicht aufgrund einer Krankheit ohne Sex leben. Die vielleicht aufgrund schlimmer Vorfälle, so wie wir es gerade gehört haben, ohne Sex leben oder leben müssen. Oder auch mit Leuten, die bewusst auf Sex verzichten. Die vielleicht sagen, ab einem bestimmten Alter habe ich einfach keine Lust mehr darauf und ich tue mir das nicht mehr an und ich habe auch gar nicht mehr so ein Interesse, dem irgendwie so nachzugehen. Oder vielleicht auch mit ganz jungen Leuten, die sagen, nein, ich bin ja ganz konservativ und ganz so wie früher oder vielleicht auch religiös motiviert, ich verwahre mir den Sex für die Ehe auf. Also, mein Thema morgen, Leben ohne Sex. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt morgen, könnt ihr euch heute auch schon anmelden unter domian@wdr.de. Hier ist Ilana, 44. Hallo Ilana. Ja, hallo Domian. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also mein Thema ist, ich habe ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann seit einem Jahr. Ja. Und also es ist aber nur Sex. Also eine Sexaffäre. Ja, aber ich habe halt sehr starke Gefühle für ihn. Und also er hat sein Büro hier im Haus und ich wohne hier im Haus. Und so haben wir uns dann auch irgendwie kennengelernt. Ich habe ihn angemacht. Aber du arbeitest nicht mit ihm zusammen und auch nicht nein, bei ihm? Nein. Und du hast ihn angemacht? Genau, ja. Wo, im Hausflur? Ja, so ungefähr, also ja. Vor der Tür so. Und dann hat und? Er mich dann halt mal eingeladen. Ja. Und dann habe ich ihm das gesagt, dass ich auf ihn stehe. Ehrlich, so ganz frei rausgehen? Ja, klar. Ja, in meinem Alter macht man das. 44 nach dem Motto, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ja. Ran an den Speck, bevor er weg ist. Ja, genau. So nach dem Motto. Du bist also Single, gehe ich davon aus. Ja, ich bin Single. Ja. Ja. Schon lange? Ja, schon. Ja, ab und zu habe ich mal was an der Angel. Ja, aber so längere Beziehung liegt eher lange zurück. Ist lange zurück. Wie lange? Sehr lange, über 10 Jahre. Über 10 Jahre, mhm. Ja. Ja, was heißt feste Beziehung? Also 3 Monate hält es dann und dann... Ja, es ist nicht so ganz fest. Nö, ist nicht lang. So, jetzt geht das seit einem Jahr so. Er ist verheiratet, er hat Kinder? Nein, er hat keine Kinder. Wie lange ist er schon verheiratet? 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Mhm. Wie ist denn die Ehe? Erzählt er darüber? Nein, überhaupt nicht. Denn das ist ja auch das Problem. Er redet überhaupt gar nicht mit mir so. Nur, also das Nötigste, also er will ziemlich schnell zur Sache kommen. Also es geht gleich relativ schnell ins Bett. Ja, genau. Mhm. Geht schnell zur Sache. Und das Schlimme halt ist, dass ich ihm überhaupt keine Liebe geben kann, dass er mir gar nicht die Möglichkeit gibt, ihm auch mal Zärtlichkeiten zu geben. Mhm. Also da macht er irgendwie dicht und er will auch danach, nach dem Sex, dann ziemlich schnell wieder... Schlechtes Zeichen. Schlechtes ja, Zeichen. Natürlich. Wenn ein Mann nach dem Sex direkt weg will, ja. Ist da nichts mit Gefühlen. Nee, sage ich dir aus Erfahrung. Ich meine, er sagt ja auch nicht, dass er mich liebt oder so. Er macht mir da keinen vor und er sagt auch, er will bei seiner Frau bleiben. Mhm. Er sagt nur halt, dass er mich gern hat. Mhm. Und naja, gut, gern. Limonade hat man auch gern, einen Pudel oder sowas. Ja, wir haben uns alle gern, ja, genau. Wie oft seht ihr euch? Ja, so einmal die Woche. Also manchmal ist natürlich auch Pause, weil ich mache ja auch immer wieder Schluss. Ja. Und da sage ich, ich will nichts mehr von dir und so. Aber ja. Meistens komme ich dann wieder an. Oder ja. Wir treffen uns irgendwie dann im Hausflur oder draußen oder so. Aber ihr macht in der Regel findet das bei dir statt? Nee, entweder bei ihm im Büro. Ach so. Oder bei mir. Im Büro? Hat er wo? Ja, der ist ja ziemlich alleine und das ist da kein Problem, irgendwie mit mir da so ein bisschen zu verkriechen und dann halt da eine halbe Stunde irgendwie was zu machen. Mhm. Also ihr geht nie mal essen? Ihr geht nicht ins Theater, nee, nicht ins Restaurant oder im Kino? Gar nichts macht ihr miteinander? Nee, er wollte mir noch nicht mal verraten, wo er wohnt. Ja. Und da macht er schon ein Geheimnis draus und also gar nichts, das ist nur Sex. So, aber dennoch, so hast du es gerade gesagt am Anfang, so habe ich es verstanden, sind da bei dir schon, gefühlsmäßig tut sich da schon was, oder? Ja, sehr stark. Sehr stark. Und ja, umso länger das jetzt andauert, umso stärker werden die auch. Ne? Mhm. Und ich mache mir eigentlich auch immer wieder Hoffnung, dass er vielleicht jetzt doch was fühlt und so. Ne? Mhm. Und ich lege mich da immer wieder selber rein. Ne? Ilana, weißt du, was du machen musst? Du musst die Notbremse ziehen. Ja, das versuche ich ja immer. Ja, damit du nicht noch unglücklicher wirst. Denn wie du die Sache jetzt geschildert hast, kannst du dir das komplett abschminken, dass der auch nur andeutungsweise irgendwie für dich was herzensmäßig empfindet. Der empfindet in der Hose für dich. Ja.
Darum geht das. Aber klarer kann man es ja gar nicht beschreiben, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn da überhaupt nichts, auch nicht an Gesprächen stattfindet, geschweige denn irgendwelche Unternehmungen mal oder und er dir das sogar so sagt, ich mag dich, na gut, ja schon, aber er ist auch nicht formuliert, er dir das auch nicht vorgaukelt. Ja, dann soll er doch die Finger von mir lassen, warum macht er das? Weil er Sex will. Weil er Sex will. Ja, aber das ist doch Ausnutzerei, das ist doch eine Spannerei. Ja, aber du lässt es ja mit dir machen. Ja, aus Liebe. Ja, nee, aus Schwäche. Ja. Aus Schwäche. Du müsstest jetzt stark genug sein, wenn du bist eine erfahrene Frau von 44, Mensch. Du ja, aber Liebe macht immer ein bisschen krank im Kopf. Ist mir klar, ist mir klar. Aber je länger man sich da hineinbegibt, desto schwieriger kommt man wieder raus. Ja, ich weiß, ich merke das auch. Im Prinzip müsstest du ganz radikal sein. Ich meine, das tut mir ja auch alles sehr weh so und ja. Ich verstehe selber nicht, warum ich das mit mir machen lasse und ich das selber auch mache. Ne? Jedes Mal, wenn du mit ihm zusammen bist und er ist wieder schnell gegangen, tut es dir noch weher. Als wenn du wieder ein bisschen Abstand gewonnen hattest vorher. Ja, genau. So ist es. Ja, es ist aber so, wenn jetzt die Pause war, dann bin ich wieder stärker und denke, ach ja, das habe ich jetzt überstanden und... Ja, aber du müsstest lernen, dass es eben nicht so funktioniert, dass du eben nicht so funktionierst. Du hast nur das Gefühl, stärker zu sein. Danach stürzt du wieder ab. Das heißt, wenn du sagst, wenn eine Pause macht dich stark, ist das ja schon mal eine gute Aussage. Das heißt, du schaffst es auch. Ja. Und jede Woche, die du weiter schaffst, dich mit dem nicht zu treffen, ist ein kleiner Sieg. Ja, ich habe nur Angst vor mir selbst. Das ist das. Ich habe echt Angst vor mir selbst, dass ich diese Schwäche dann halt haben werde, sozusagen. Dass du wieder ich kann jetzt stark sein und dann zwei Tage später, dann steht er vielleicht vor der Tür und dann stehe ich nur mit offenem Mund da oder so. Ne? Ja, gut, aber nur aufgrund der Angst, dass du eventuell wieder schwach werden könntest, das ist nicht, darf nicht der Grund sein, nicht zu handeln. Du musst es machen. Du musst es versuchen. Ja, ich weiß das, aber ich kann dann nicht handeln. Manchmal schon. Ich habe ihn auch schon abblitzen lassen. Und ja, also wenn du ihm ganz klipp und klar sagst, pass, du kannst es doch freundlich sagen. Du sagst, dass du möchtest diesen Kontakt, diesen sexuellen Kontakt oder diesen Kontakt, den ihr habt, beenden. Ja. Und du möchtest, dass ihr keinerlei privaten Verkehr mehr... So. Und du bittest ihn, sich daran zu halten. Wie schätzt du es ein? Tut er das dann? Ja, doch, eigentlich schon. Also wenn ich jetzt Schluss gemacht habe, dann dann höre ich auch nichts mehr von ihm. Ja, ne? Also noch ein Beweis. Ja, aber insgeheim, dann wünsche ich mir doch immer, dass er anruft. Ja, oder. Ja, gut, aber das geht dann nicht. Das geht dann nicht. Ja, aber stell mal Gefühle ab, ne, und die Gedanken. Ja, aber man kann auch was dagegen tun und man kann sich auch da reinsteigern. Ja, das kann man auch. Ne? Und man kann sich da reingehen lassen. Mensch, das kennen wir doch alle, natürlich, wenn man verknallt ist. Dass man bekloppt ist im Kopf, ist doch völlig klar. Und dass man auch immer sagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Kenne ich auch, sage ich auch. Aber da muss man da wirklich dann dagegen halten, rational dagegen halten. Du musst das jetzt so machen und du musst es schaffen. Ja, aber dann kommt immer diese Liebe dann, wenn ich dann... Weg, immer so weg. Verdrängen. Das ist die verdrängen Liebe. Verdrängen kann ich nicht. Ich meine, ich kann es nur zulassen und dann... Nein, du musst ja einfach... Ich meine, du hast es ja einfach. Der gaukelt dir ja gar nichts vor. Nee, wenn du anfängst, deine Liebesträume rein dazu kommen, musst du dir einfach verhalten, wie der dich behandelt, dass der dich nicht liebt, dass er nicht mit dir redet und so weiter. Alles, was du mir gerade erzählt hast. Ja, ich habe eben mein Tagebuch wieder durchgelesen, wo ich das alles so aufgeschrieben habe, wenn ich ihn getroffen habe, und da wurde mir richtig schlecht. Ja, gute Therapie ist das, gute Selbsttherapie. Ja. Sich all dieses immer wieder in dem Moment vor Augen halten, wenn man anfängt, wieder romantisch durchzudrehen. Ja, aber ich habe auch schon angefangen, so mich an ihm zu rächen und so. Das hat auch schon angefangen. Ach, das ist doch auch albern. Ist doch alles gut. Ja, sicher ist das albern. Ja, nein, weil das Ziel muss sein, dass du von ihm wegkommst. Mhm. Wenn du anfängst, irgendwelche Rachegefühle auszuhacken, dann bist du wieder an ihm dran. Du musst weg. Ja, genau. Ja, weg, hab ich auch schon gemerkt. Weg. Freien Kopf kriegen. Freien Kopf für andere Typen. Ja. Ist meine Meinung. Mehr kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ja, klar. Lerna, du musst da stark sein. Eine starke Frau. Ja, vielleicht mit deinen Worten klappt es dann mal. Ja, das wird alles noch schwierig werden, das ist mir schon klar. Aber manchmal ist es ganz gut, wenn ein ganz Außenstehender einem das einfach mal so sagt. Das könnte ich auch so im Privaten. Da bin ich immer froh, wenn mein Freund irgendwas ganz klar sagt. Das hilft ja, meine Freunde sagen das auch. Ne? Ja, aber je mehr Leute das sagen, desto klarer wird es einem auch. Und irgendwann schafft man es auch. Man muss sich nur auch zwingen. Das ist auch eine Frage von Selbstdisziplin. Ja, in Liebe ist das immer so ein bisschen blöd. Ich weiß. Man darf aber nicht ständig immer sagen, ja, aber. Hm. Meine Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Komm gut da raus. Ja, ich habe mir vielleicht gedacht, vielleicht hier will ich mir auch selber wehtun irgendwie, ne? Bist du so veranlagt?
Ja, irgendwie schon ein bisschen, ne? Mhm. Ist natürlich eine ganz neue Thematik, ne, die wir da aufmachen. Ja, ich habe auch vor, so meinen Therapeuten, den ich voriges Jahr verlassen habe, da mal wieder zu konsultieren und gut, gucken, wenn dir es hilft, der dazu sagt. Ja, mach es. Ja. Zieh alle Register, nur mit der Zielvorgabe, das zu schaffen. Ja, genau. Alles Gute, viel Glück. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, Leben ohne Sex. Ich möchte gerne morgen mit Menschen sprechen, die freiwillig oder unfreiwillig, bewusst oder, naja, unbewusst kann man nicht sagen, oder halt bewusst sagen, ich will kein Leben ohne Sex. Leben ohne Sex, das ist unser Thema morgen, und wenn ihr gerne da mitmachen wollt, dann meldet euch eine Stunde vor der Sendung, da sind die Leitungen ja immer geschaltet hier bei uns zwischen 0 Uhr und 1 Uhr, oder meldet euch per Mail unter domian@wdr.de. Thomas, 38, ist hier. Hallo Thomas. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas, guten Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Ich glaube, ich bin sexsüchtig. Du bist sexsüchtig, also passt du gar nicht in die Sendung morgen. Nee, nicht. Deswegen rufe ich heute an. 38 und sexsüchtig. Ja. Da müsstest du schon so ein bisschen runtergefahren sein. Ja, ja, nee, ja. Das denke ich auch. Was, erzähl mir mal von deinem sexsüchtigen Leben. Ja, es äußert sich halt so, dass ich eine Freundin habe, die das nicht mit mir auslebt. Also das die also, hat halt nicht so oft Lust auf Sex, und ich könnte ja irgendwie, ja, immer. Ich weiß nicht, immer. In der festen Beziehung bist du? Ja. Wie lange schon? Seit gut 4 Jahre. Oh ja, 4 Jahre. Ja, wie oft habt ihr Sex miteinander? Ja, ist unterschiedlich. Also mal 8 oder 14 Tage oder so. Alle 8 oder alle 14 Tage? Ja, ist unterschiedlich. Also ist ja auch nicht so viel. Nee, ist nicht so viel. Ist deine Freundin in deinem Alter? Nee, die ist 7 Jahre jünger, ja, ungefähr. Hat das so im Laufe eurer Beziehung, ihr seid 4 Jahre zusammen, sagst du, hat das im Laufe der Beziehung nachgelassen? Nee. Nee, das kann man nicht sagen. Also, na klar, am Anfang, ersten 3 Monate war es ja schon mehr, halt. Das ist ja ganz natürlich halt, aber sonst ist es so Standard. Aber wenn du so unter Druck stehst und sagst, ich könnte eigentlich immer, du könntest jeden Tag. Ja. Könntest, ja, ja, könntest du jeden Tag auch mehrfach? Ja. Ja. Schon, ja. Also, deine Traumvorstellung wäre, jeden Tag 2-mal? Ja. Wenn du so unter Druck stehst, wie hast du das all die Jahre ausgehalten? All die Jahre, ja. Ich bin teilweise in Bordells gefahren halt. Ach so. Und hab das dann ausgelebt. Das weiß deine Freundin natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und das ist auch das Problem halt. Also ich liebe die wirklich über alles. Möchte es auch nicht, dass es kaputt geht. Nur möchte auch ein bisschen, dass sie ja mehr auf mich eingeht irgendwo. Und natürlich haben wir auch schon drüber geredet, aber es wird dann eher so abgetan und es tut sich dann auch nichts. Also sie weiß, wie scharf du bist. Ja. Das weiß sie. Du hast es mehrfach auch formuliert, dass du gerne mehr Sex hättest. Ja. Und wie ist ihre Antwort dann darauf? Begründet sie das, warum sie das nicht möchte? Nee, nicht direkt. Also es fühlt sich dann unter Druck gesetzt und es geht eher nach hinten los. Ja. Also je öfter ich darüber spreche, das grabbelst du denn viel an ihr rum und sie weist dich dann ab? Also es ist nicht so, dass ich sie bedränge oder irgendwie so, aber also ich erwähne das dann halt schon mal oder versuche uns einen netten Abend zu machen und. Wohnt ihr zusammen? Ja. Ja. Ich meine, dann rechnest du doch wahrscheinlich schon aus. Na, jetzt sind ungefähr 7 Tage wieder rum, jetzt kann ich mal wieder loslegen. Oder? Ja, so ungefähr, ja. Das ist manchmal so. Und dann fühlt sich halt schon, oder wenn ich es dann erwähne, dann fühlt sich unter Druck gesetzt. Und dann wenn ihr dann Sex miteinander gehabt, ist das guter Sex? Oder auch doch, das ist ganz okay halt. Könnte etwas besser sein. Ist schon eher so Blümchen-Sex halt. Ja, du magst es eher schmutzig. Schmutzig nicht halt, aber ausgelassener. Ja. Wie viel Mal warst du in diesen 4 Jahren, während du mit deiner Freundin zusammen bist, bei einer Prostituierten? Wöchentlich. Wöchentlich? Das ist aber krass. Ja. Das ist aber hammerkrass, Thomas. Das stimmt, ja. Und darf ich mal nach deinem Gewissen fragen? Tja, schlecht, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht anrufen. Sie ahnt überhaupt nichts. Nein, denke nicht. Vorab Frage noch,
du, wenn du zu einer Prostituierten gehst, machst du es immer mit Gummi? Ja, klar. Das ist kein Thema? Nee, das ist kein Thema. Mhm. Du hast ja auch schon wahnsinnig viel Geld da ausgegeben, ne? Ja, schon. Hast du genug Geld, dass du dir das leisten kannst? Es geht, ja. Also es bringt mich nicht in finanzielle Not. Noch eine Frage zu deiner Vorvergangenheit. Du bist jetzt 38, 4 Jahre mit deiner jetzigen Freundin zusammen. Wie war dein Leben vor deiner festen Beziehung? Also, da hatte ich halt auch mal feste Freundin und da war es halt ausgiebiger und der Sex ja öfter halt. Da bist du nicht ins Bordell gegangen? Nee, nicht. Das heißt, du hast mit den Bordellbesuchen angefangen in dieser Beziehung? Vorher? Nee, war schon mal halt, dass ich mal so mitgeschleppt wurde halt, aber halt so extrem nicht. Mhm. Mhm. Wieso bist du so lange bei deiner Freundin? Weil ich sie liebe. Mhm. Und weil ich auch nicht möchte, dass die Beziehung zu Ende geht. Was meinst du, was deine Freundin sagen würde, wenn die uns jetzt zuhören würde? Die würde die Beziehung beenden. Mhm. Auf so dünnem Eis lebst du? Ja. Ist dir bewusst, ne? Das ist mir völlig bewusst, ja. Also ich finde grundsätzlich, dass das eigentlich überhaupt nicht miteinander vereinbar ist. Dass man sagt, ich liebe einen Menschen, ich bin 4 Jahre mit einem Menschen zusammen und gehe dem jede Woche seit 4 Jahren fremd. Das ist eigentlich definitiv nicht vereinbar für mich. Das stimmt, ja. Ich finde, dass man, wenn man, aber das Problem ist nämlich sehr ernst, was du sagst. Es ist vielleicht auch gar nicht direkt lösbar, wenn der eine Partner einfach weniger Lust auf Sex hat als der andere. Mhm. Was will man da machen? Man kann nicht jemanden schärfer machen, als er ist. Nee, das ist schon. Das kann man nicht. Ja. Dann muss man innerhalb der Beziehung die Größe finden, Dinge zuzulassen, dem anderen zu gewähren. Aber das sind große Aktionen. Ja, das stimmt. Das ist ganz groß, wenn man das schafft. Wer muss das machen? Muss ich es unterdrücken oder muss meine Freundin ein Stück nachgeben? Aber wenn sie keine Lust hat? Eigentlich müsste es vielleicht zu einem Entgegenkommen sein, dass du einen Teil unterdrückst. Die Frage ist, was wäre mit dir, wenn du nicht ins Bordell gingst? Was würde das mit dir machen? So, dass man sich nicht mehr auf den Job konzentrieren kann, dass man halt ständig daran denkt. Mhm. Und Selbstbefriedigung so reicht nicht aus bei dir? Nein, das reicht nicht. Nein. Das ist auch nicht das, was ich möchte. Ja. Mhm. Ja, das ist ein ganz klares Interesse auf der einen Seite formuliert. Ich brauche das. Ja. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht im Job funktionieren und ich bin eigentlich sturzunglücklich. Eigentlich schon, ja. Mhm. So, dann ist die andere Seite, die sagt, ich kann es dir aber nicht geben, ich liebe dich aber auch. Mhm. So, und wenn man dann miteinander redet, dann wo würde man sich da treffen? Entweder würde man sagen, okay, es geht nicht, oder man sagt, oder du sagst doch, die Liebe ist mir so viel wert, dass ich das unterdrücke. Ja. Oder aber, das finde ich die größte Lösung, wenn man das schafft, dass ihr euch gegenseitig einen Freiraum zubilligt, wo jeder das zusätzlich noch tun kann, was er gerne machen möchte. Oh, das ist aber auch schwierig. Ja. Wenn deine Freundin es dir gewähren würde, was natürlich sehr, sehr heftig ist. Ja. Aber es gibt sowas, es gibt solche Beziehungen. Müsstest du es ihr natürlich auch gewähren, wenn sie etwas anders machen würde wollen? Ja, das ist aber schon ein Unterschied. Ich möchte, es ist ja nicht so, dass es an mir liegt. Also ich würde es dann schon doof finden, wenn sie dann zum anderen geht. Also dann. Ach, das fändest du dann schon wieder blöd. Ja, natürlich. Ja, das stimmt also, alles hinten und vorne nicht. Ja. Ne? Nur, also nehmen wir mal an, deine Freundin würde sagen, was sehr groß von ihr wäre. Okay, pass mal auf, ich kann das nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Reagier dich irgendwo anders ab. Solange du dich nicht verliebst, ist es mir egal. Ja. Wäre eine große Einstellung. Ja, absolut. So. Wenn sie dann aber sagen, pass mal auf, ich habe auch ab und zu meine Gelüste, ich will auch was anderes erleben, ich mache das auch mal ab und zu, dann müsstest du dem zustimmen. Ja, das ist ja schon klar. Ne? Dann müsstest du dem. Was wäre denn, wenn du erfahren würdest, dass deine Freundin seit 4 Jahren einmal in der Woche zu irgendjemand anderem geht? Einmal die Woche, ja, das wäre natürlich schon ein krasser Schock für mich. Mhm. Also ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Ich glaube wirklich, in dem Moment, wo du das jetzt sagst, ist die Beziehung kaputt. Ja. Weil das ist so ein Vertrauensbruch, der da begangen wurde. Die ganze Beziehung basiert ja auch auf einer Lüge. Ja, schon. Ne? Jetzt ist die Frage, wie wichtig dir diese Frau ist, ob du jetzt einen Schlussstrich ziehst und mittels eines Gespräches einen neuen Weg versuchst einzuschlagen. Ja.
Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Das funktioniert wahrscheinlich in den kleinsten Fällen, aber dass du dieses Thema nochmal so klar formulierst und sagst, ich brauche das, ich kann nicht anders, und aber die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und das nicht aussprichst. Also dann auch gar nichts davon sagen. Der ehrlichere Weg wäre das, Thomas. Aber ja, das würde wahrscheinlich das Ende von eurer Beziehung bedeuten. Das ja, ist mir schon klar. Ja, ja klar. Mhm. Das bringt es dann ja auch nicht. So. Aber wenn du schon lügst, ja, also das heißt, Lügen, ja, wenn du es verschweigst, was in der Vergangenheit passiert ist, dann musst du aber für die Zukunft wirklich einen ganz aufrechten Gang hinkriegen. Ja. Und das würde ich auch hinkriegen, also. Das musst du hinkriegen, wenn dir die Frau was wert ist. Sonst ja, dann musst du dich von der Frau trennen. Dann kannst du zehnmal sagen, ich liebe sie doch. Ja, das geht aber nicht einher mit deinen sexuellen Gelüsten. Alles geht nun mal nicht. Ja, man kann nicht alles haben im Leben. Ja, so ist das. Ich finde auch, dass man, also wie diesen ganzen Sex irgendwie, Sex ist schön und toll und klar, aber ich finde immer, das darf nicht so einen oberen Stellenwert im Leben haben. Ja, aber man möchte es ja nur noch ausleben. Das ja, schon. Klar, wenn es denn nun überhaupt nicht anders geht, wenn die Hormone bei dir so sprudeln, dann musst du vielleicht auch andere Lebenswege beschreiten, bis du dich ausgelebt hast. Aber du willst auf der einen Seite deine feste, schöne, kuschelige Beziehung haben, mit allen Sicherheiten und Einnehmlichkeiten, aber eben auch deinen Sex ausgelassen erleben. Ja, klar. Und also ich hatte ja auch schon genug Beziehungen, wo das halt vorher auch so war. Und das vermisse ich natürlich jetzt. Das ist wahrscheinlich auch das größte Problem. Leg mal die Karten nochmal auf den Tisch. Sag ihr in dem Sinne, dass du damit so nicht zurechtkommst. Und guck doch mal, wie sie reagiert. Mach doch mal einfach den Vorschlag. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir uns beide ein bisschen mehr Freiraum lassen? Schlag ihr das doch mal vor. Ja. Nicht, erbitte nicht den Freiraum für dich, sondern sag für euch beide den Freiraum. Denn das ist, das andere wäre nur ein bisschen sehr kleinkariert, wenn das nur ja, für dich, klar, ne? Mhm. Das stimmt schon. Aber wüsste ich auch nicht, ob ich damit zurechtkommen würde, also wenn ich daran denke. Ja, aber Thomas. Ja, irgendwo musst du schon einen Weg für dich finden. Ja. Ja, aber du sagst, ich käme nicht damit zurecht, aber dann. Also, es ist ja auch so, dass sie halt sagt, sie hat keine Lust auf Sex. Mhm. Ganz klar. Mhm. Und wenn sie dann halt sagt, sie hat aber Lust auf Sex mit anderen. Mhm. Das ist ja bei mir nicht so. Mhm. Also ich habe nicht unbedingt Lust auf Sex mit einer anderen. Also wenn du alles von ihr bekommen würdest, was du haben möchtest, gingst du gar nicht zu einer anderen. Ach Quatsch, nein. Mhm. Dann wäre alles bestens. Ja, aber das muss man in einer Beziehung auf den Tisch legen. Das muss man sagen. Das birgt natürlich alle Gefahren in sich, die man sich nur denken kann, dass so eine Beziehung daran auch kaputt gehen kann. Aber die merkt das doch auch. Ihr seid 4 Jahre zusammen, ihr wohnt zusammen. Die weiß doch, was in dir da wahrscheinlich brodelt. Ja, klar. Die verdrängt das doch auch. Ja, denke ich schon. Ja. Und je mehr man das auf den Tisch legt und bespricht, desto besser ist es für alles. Vielleicht findet ihr einen gemeinsamen Weg. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht geht es auch alles kaputt dadurch. Aber so finde ich es total beschissen, wenn du es so weitermachst. Ja, nee, das möchte ich auch nicht. Ja. Deswegen rufe ich auch an und ist auch gut, dass da ganz klar deine Meinung zu hast. Hast du da mit irgendwelchen Freunden schon mal darüber gesprochen? Oder ja, weißt, klar. Ja? Also das wissen auch andere Leute, dass du das tust. Ja, ein guter Freund weiß es halt. Guter Freund. Ja. Und du hast auch nie Angst, dass das irgendwie mal rauskommen könnte? Ja, natürlich. Ja. Gehst du in deiner Umgebung, wo du wohnst? Nee, schon weiter weg. Halt. Kann alles rauskommen, irgendwie. Ja, natürlich. Ist ja immer eine gefährliche Sache. Thomas, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Jetzt musst du deine Konsequenz ziehen, wenn du denn eine ziehen möchtest. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch erzählen, wer mein prominenter Gast am Samstag ist. Das ist der Bestseller-Autor Frank Schätzing. Das ist der, der den Schwarm geschrieben hat. Dieses wahnsinnig erfolgreiche Buch. Ich glaube, das erfolgreichste deutsche Romanwerk der letzten Jahre überhaupt, was demnächst groß in Hollywood verfilmt wird. Ganz großer Film wird daraus entstehen. In diesem Buch hat Frank Schätzing die schlimme Tsunami-Katastrophe quasi vorhergesehen, vorhergeschrieben in diesem Buch. Also mein Gast Frank Schätzing am Samstag und Hinweis auf morgen, unser Thema morgen heißt Leben ohne Sex. Wer sich da angesprochen fühlt, wer freiwillig oder unfreiwillig ohne Sex lebt oder leben muss,
Mit dem würde ich gerne sprechen. Eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen geschaltet, also ab 0 Uhr. Oder ihr könnt natürlich mailen unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.